Einen wunderschönen guten Tag oder wie man hier auch sagen würde, Servus. Wir befinden uns in Hof. Wir reden nicht lange, wir starten direkt rein. Hinter mir stehen schon die Sachen. Erste Übung, let's go. Selbstverständlich wärme ich mich jetzt noch auf. Aber ich sag mal ehrlich, wer will sich das freiwillig geben? Ich nicht. Ja, kommen wir zur ersten Übung. Ist tatsächlich eine sehr, sehr einfache Passform. Zweimal klatschen lassen, Ball annehmen, gegen die Bande spielen und wieder raus. Und das Ganze erstmal flach und danach zeige ich euch die zweite Übung. Ja. Hey! Ja! Ja! Also ich sag euch ehrlich, man merkt halt irgendwann extrem die Beine, ne? Also es ist wirklich richtig geil. Es knallt auch einfach rein, aber das ist einfach. Das ist einfach geil. Ich weiß gar nicht, was ich anderes sagen soll. Ja! Hey! Ja! Hey! Auch wenn wir hier nur zu zweit sind und es sieht vielleicht ein bisschen komisch aus oder hört sich komisch an, Kommandos. Laut sein, im Training braucht ihr die auch. Ne? Ist halt super wichtig, deswegen auch in privaten Sessions einfach implementieren. Ja, hey! Tim, hey, deep! Hey! Ja! Ja, Bro, lass den Quality! Quality! Fucking Technician! Ja! Selbstverständlich machen wir das nicht nur mit der rechten Seite, sondern auch mit der linken. Gerade hier auch wichtig, erster Kontakt mit dem Weak Foot, super wichtig, und dann das Rausspielen. Entweder mit dem rechten Fuß, je nachdem wie der Ball auch kommt. Fußball ist nicht Gradlinie, merkt euch das. Genau, die zweite Übung, von der ich eben gerade geredet habe, Ball wird zugeschmissen, den spiele ich dann als Dropkick so gesehen zurück. Ja. Werde angeworfen, egal wie der Ball kommt, man muss ihn nehmen, kontrollieren, hat dann zwei Möglichkeiten, entweder gegen die Bande spielen oder den Gegner, die drei Hütchen ausfaken, sag ich mal, und wieder runterspielen. Aber in die Hände zurück, das ist das Wichtige. Ja. Ja! Oi! Hey! Ja! 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 Oh! Genauso wie in der ersten Übung. Hier natürlich auch wieder mit dem Weak Foot das Ganze. Beziehungsweise auf der Seite jetzt natürlich mit meinem starken Fuß. Auf jeden Fall beide Seiten. Wir wollen beide Seiten. Immer beide Seiten trainieren. Richtig. Und ich glaube tatsächlich so, das Schwierigste bei solchen Übungen ist einfach die Konzentration oben zu halten. Gerade wenn es anstrengend wird. Kann man in solchen Übungen ganz gut lernen. Ich habe damit halt auch oft mal ein Problem, dass man dann halt irgendwie nicht mal unterm Ball kommt oder so. Das werdet ihr auch alles noch im Verlauf des Videos sehen. Genau. Einfach versuchen, konzentriert zu bleiben. Das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Ey. Ja. 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 Oh, fuck. Ja. Hey. Oh. Ugh.
Oh, das hat mich gebumst, ey. Zungenbrecher. Spielt spezifisches Training, beziehungsweise Aktion, hier in der Box ein Dribbling und dann direkt mit einem Torschuss verbinden. So eine ähnliche Übung habt ihr letztes Mal auf Instagram gesehen bei mir, zusammen mit Arnold. Der hat mir einige Tipps gegeben, wo ich den Ball hinknallen soll, wenn ich in diese Position komme. Entweder top right oder bottom left. Und das probieren wir. Let's go. Ja, richtig geile Übung. Das war die dritte Übung, die vorletzte so gesehen. One-Touch. Linien brechen, nenne ich das Ganze. Ja. Mit einem Kontakt. Maximal mit zwei. Wenn dann mit zwei Kontakten dann so ein bisschen Freestyle, sag ich mal. Also, ja denken, dass ein Gegner angelaufen kommt, sag ich mal. Den man dann faken möchte. Genau. Eins ist das Hütchentor rechts von mir. Und zwei ist Linie runter. Teil oder der Mitspieler spielt mich an und sagt dann eine Nummer an und durch die wird dann durchgegangen. Ganz einfach eigentlich. Ja. Och, Digga, Giuliano. Ja.